So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play War Thunder Tanks oder War Thunder Ground Force. Und ich freue mich gerade, weil wir ja irgendwie nicht so die Credits, die Golden Eagles meine ich, sorry, benutzen konnten. Nur ich habe gerade einfach mal Tenten einfach versucht, die Bomben hier zu erforschen und sie hat da, es hat funktioniert. Das ist nämlich ganz schön, jetzt haben wir nämlich in dem Flieger schon mal Bomben. Das kann ich jetzt hier auch mal eben machen. Mal gucken, ob es funktioniert. Forschungsziel draufgesetzt. Siehe da. Wir haben da auch Bomben. Jetzt will ich aber mal ganz ehrlich mal eben gucken, ob ich nicht den BT-7 erforschen kann. Test. Umwandeln. Kriegt das Teil nicht voll, oder wie? Ich hab nur. Oh, ich hab nur so wenig Free XP, merke ich gerade. Maximum. Was kostet das denn jetzt? 44? Okay. Sie haben nicht genügend freie EP um. Ah, aber es geht, gut zu wissen. Ich dachte, es geht nicht. Es ging halt eine Zeit lang echt nicht. Oder ich habe mir was falsch gemacht. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal auf den Fliegern die Bombe. Jetzt müssen wir das mal eben. Ich will das nicht starten. Auch wenn es 5000 Credits gibt, das ist. Aber was gut ist, wir können das Teil jetzt eigentlich mal eben fix ausbauen für 200. So. Nein! Okay, ich verstehe das. Ich versuche gerade das System zu verstehen. Ich glaube, das ist, weil wir hier schon was erforscht hatten. Dass wir das dann hier auch machen. Also, dass wir das hier nicht machen können, weil wir hier noch nicht. Vielleicht müssen wir das ja auch noch erforscht haben, um dann das. Ich weiß es nicht. Und wie mache ich mal das Sperrfeuer da zur nächsten Erforschung? 720 XP sollte doch recht schnell gehen. Ja, wir spielen wieder die Russen. Die Deutschen kommen ein andermal dran. Einfach weil ich das jetzt mit den Bomben rausgefunden habe und die russischen Flieger haben, meine ich, für diese Reserve-Flieger haben alle Bomben, alle 50 Kilo und die Deutschen, die haben leider irgendwie. Ich glaube, der eine Flieger hat gar keinen, der andere hat 6, 10 Kilo Bomben und naja, eine 50 Kilo Bombe braucht man manchmal schon, um einen Panzer zu killen. Wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, weil die Panzer ja jetzt kleiner sind. Also, so genau bin ich mir da jetzt auch nicht sicher. Ich nehme direkt mal den Panzer, um da am meisten Nutzen rauszukriegen durch das Cappen. Außerdem denke ich, dass jetzt auch noch viele im Flieger sind. Und jetzt kommen wir mal eben dahin. Um uns da ein paar Cap-Punkte zu besorgen. Ja, das zieht der 28 an uns vorbei. Der fahrende Bunker. Nur, dass er keine Panzerung hat. Aber nicht viel. Dann wir düsen übers Schlachtfeld im fünften Gang. Und die haben wieder eine PBY. Das ist blöd. Durchaus verstörend. Aber ich muss sagen, der T26 fährt sich hier immer noch nicht wirklich sauber drauf. Etwas ruckelig. Nee, nee. Schade jetzt. Na. Tut mir leid, ich musste gerade niesen. So halb. Und ich habe keinen Mute-Button oder so an meinem Ding denn hier. An meinem Mikro, daher kann ich mich da leider auch nicht muten. Hoffen wir mal, dass die uns jetzt nicht abknallt. Wegbombt. Whatever. Aber A ist noch nicht erobert. Das finde ich gut. Normalerweise wird die immer schnell erobert. Oh lol. Sieht auch cool aus. Stimmt, vorher war das ja immer, dass ich dann richtig reingezoomt habe, dass ich dann gar nicht mehr was gesehen habe vor Panzer. Aber so ist das ja extrem geil.
So, an der Kanone. Ich finde das cool, an der Kanone zu hängen. So. Klingt irgendwie cool. Komm, Schätze, können das so schaffen. Ich habe gerade vergessen, die Flak abzuschießen, aber ich glaube, das war sogar gut bei den ganzen Fliegern. Oh, da zieht der Deutsche aber ordentlich bei uns vorbei. So, auf zu Cap.ar. Als ich endlich mal oben bin. Nein, die nehmen aber, oh, die nehmen A verdammt schnell ein. Aber ich komme noch rechtzeitig. Außer hier ist noch irgendwo ein Stein. Gucken, wie viele Punkte ich kriege. Nicht so viel Schaden. Naja, hab ja auch nur wenig mitgemacht. Dann. Wenigstens. Sorry, ein paar Punkte. Scheiße. Wackel die Dackel, wackel die Dackel, hat er gemacht. Haben sie den schon abgeknallt oder was? Hä? Ich glaube, die haben die Crew geschrottet bei ihm. Ich glaube, die haben die Crew rausgeschossen. Was? Ach du Scheiße. Also da möchte ich jetzt nicht drunter stehen. Nicht bei A jetzt drin? Ich wusste es doch, ich hab's doch gesehen. Ich hab's genau gesehen. Ja, genau. Da ist noch ein anderer. Zurück zu A! Wir haben übrigens gerade alle Punkte. Oder die Waldfee. So, jetzt haben wir mal einen richtigen Kampf mit dem komischen Teil. Ich glaube, wir haben ihn den Turm zerschossen. Jetzt hätte er den Turm, glaube ich, noch ein Stück mitgedreht. Oh, Arsch. Engine! Yes! Yes! Success! Das ist jetzt kein Schaden gemacht. Alter, wie lange brennst du denn? Hör auf! Hör auf zu löschen! Löschen, löschen ist nur für Leute, die es nicht können. Ja, aber schön. Da haben wir auf jeden Fall jetzt ordentlich was machen können. Bin leider jetzt aber auch schon ordentlich beschädigt. Warum die Gegner so wenig einnehmen können. Weniger sind sie nicht. Also einer, ja, aber jetzt nicht groß weniger wie letztens, wo sie nämlich fünf Leute weg hatten. Oh, das ist jetzt böse angehört. Danke übrigens für das Kommentar, dass Suspension Track ist, aber irgendwie gibt es hier auch Track, also, ja, wo ist die, was ist jetzt wirklich was, ja, wenn es beides gibt, er brennt wieder schön. Oh, ein kritischer Treffer, ich glaube, den hatte ich fast noch nie. Yes! Der kleine T26 räumt hier alles ab.
Wie mache ich das nochmal? B? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Befehle mache. Wie, ja, hier, danke oder so. Das wird blöd. Ich werde mal dahin fahren. A little bit blöd. Er hat gerade mich Danke geschrieben. Ich wollte irgendwie kein Problem oder sowas. Ich meine, ohne ihn hätte ich das sicher auch nicht geschafft. Na, warten auf Ergebnisse. Ja, die haben halt einfach nichts eingenommen, obwohl echt viele Patzer da waren. Komisch. Manche Sachen kann man nicht verstehen. Oder wollen nicht verstanden werden. Das war eine schöne Runde. 1300 XP und wir haben den schönen T1 BT7, vor allem nicht T71. Sperrfeuermilz. Ich wollte doch eigentlich was. Papa. Wait. Lol. Ja, mach ich gleich. Mach ich gleich per Hand. Danke. Ja, 2 Kills, kein Tod. Passiert halt auch irgendwie nicht so. Es ist. Schnelle Runde auch, oder? 8 Minuten. Doch, geht eigentlich. Kann ich mir eigentlich. Ja, ich kann mir eigentlich auch Premium kaufen, oder? Ich weiß nicht, ob ich mir Premium kaufen kann. Jo, lol. Ich habe seit Ewigkeiten kein Premium mehr gekauft. Das ist natürlich jetzt schlauer gewesen. Ich hätte 2000 irgendwas bekommen. Da levelt man natürlich ordentlich schneller. Aber ich habe da nie dran gedacht. Wir können uns jetzt. Ah, geil, wir können uns Sperrfeuer kaufen. Schön, das haben wir komplett erforscht. Bremsen können wir auch kaufen. Einschießen, ja, das ist nicht schlecht. Ja, schön, da hat sich das auf jeden Fall gelohnt. T26 wurde jetzt. Ah, okay. Okay. Jetzt verstehe ich das. Ich überspringe das meistens. Jetzt hätte ich da einen anderen auswählen müssen, wenn ich den nicht erforschen hätte wollen. Dingens, ja. Ich würde gehen. Ich weiß nicht. Den oder den hier. Wir bleiben, glaube ich, erstmal bei dem. Zur Vorhin dieses Fahrzeug müssen sie den Vorgänger gekauft haben. Okay. Bestellen. Bestellen wir den doch mal bei Amazon. Ein BT7 mit. Ja, dann erforschen wir den jetzt, weil den hätte ich auch gern. So. BT7, da freue ich mich drauf, weil der ist jetzt ja in den kleineren Tiers. Oder es sind ja jetzt, denke ich, auch alles kleinere Tiers. Macht da sicher echt Bock. Jetzt muss ich aber immer noch mal in Steuern gucken, wie man dieses Dings aktiviert. Oh. Sieht neu aus. Cool. Panzersteuerung. Verschiedenes eventuell. J und Alt. Oh, das wusste ich auch nicht. Rauch. Ach, Kunstflug, okay. Das ist anscheinend nichts für Panzer.